grüßen. Oh ja, mal schauen. Ich probiere es mal. Ja, willkommen zurück zur Hornet on Tour. Wir sind immer noch unterwegs im Spreewald. Ja, ich war gerade mit meiner Frau zusammen in dem Rosengarten, in dem schönen Örtchen Forst in der Nähe von der polnischen Grenze. Also es war richtig dicht dran, ne? Und haben uns dann den Rosengarten, wie gesagt, angeschaut. Also richtig schön, so ist es nicht. Nur die Hinfahrt dorthin war echt langweilig. Also es ging eigentlich sehr viel geradeaus. Ich hätte fast gedacht, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern, aber wir sind immer noch in Brandenburg. Ja, und da schneide ich euch mal wieder ein Video zusammen. Zeige euch das mal alles. Alle Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung drin. Ich klatsche mal wie immer ein bisschen Musik drunter und dann melde ich mich nachher nochmal. Ja, wie soll ich sagen, der Rosengarten, ein genialer Park, also hat mir sehr gefallen. Das Einzige, wo wir sagen mussten, ist schade, dass zu dem Zeitpunkt die Rosen noch nicht so geblüht haben oder einige sogar ausgeblüht haben, aber doch konnte man einige blühende Pflanzen oder Blumen dort sehen. Also ich würde sagen, für jeden Liebhaber von Blumen oder so, das wäre doch mal dorthin zu fahren. So, und jetzt machen wir uns mal weiter auf den Weg. Für uns ist Tag 1 fast zu Ende. Wenn wir dann zu Hause in der Ferienwohnung angekommen sind, haben wir 250 Kilometer hinter uns gebracht. Haben uns dann ein bisschen was hier angeschaut. Und auch die Landschaft hier genossen. Auch die Fahrt, auch wenn es jetzt so, naja, nicht so viele Kurven sind. Also der Spreewald für Kurven. Spezialisten ist das hier nichts, außer man geht auf den Lausitzring und für die, die gerne schnell fahren, ist das ebenfalls nichts. Also
Brandenburg ist ja leider so, dass es dann größtenteils der Straßen alles auf 80 begrenzt ist. Aber für die, die die Landschaft hier genießen wollen, was erleben wollen, was erkunden wollen, ist das hier genial und genau das Richtige. Also das kann ich da ganz getrost empfehlen. Ja, und Kali, naja, macht immer noch seine gute Arbeit in dem Sinne. Ab und zu verschwindet mal die Stimme. Habe ich irgendwie das Gefühl, dass die gute Frau mit mir sauer ist, dass ich nicht antworte, ne? Also dass keine Kommunikation zwischen uns stattfindet, dass sie dann die Klappe hält. Aber ich habe es ja so gut im Blick in dem Sinne, dass ich das auf dem Display sehe. Das ist dann auch nicht ganz so verkehrt, würde ich sagen. So, ja, Corona hat ja nun auch hier jetzt in der Urlaubszeit einiges verändert. So ist das kontaktlose Bezahlen nicht überall möglich, aber in vielen Standorten oder in vielen Sachen ist es möglich, Gott sei Dank. Aber man muss auch so sehen, in dieser Zeit muss man halt einige Abstriche machen, wie jetzt zum Beispiel bei dem Buchen, dass die Hotels oder Ferienwohnungen nur zu 60% ausgebucht sein dürfen. Oder dementsprechend Museen entweder nicht aufhaben oder nur mit Masken betreten werden dürfen. Naja, wie gesagt, in der heutigen Zeit ist das nun mal gang und gäbe, dass man da halt Abstriche macht. Das, denke ich mal, ist auch nicht das große Problem. Denn größtenteils sind wir ja eben auf dem Motorrad unterwegs. Ja, dann würde ich erstmal Feierabend machen. Mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Kommentare wie immer unten rein, ein Däumchen, ihr kennt das ja. Und dann sage ich mal, kick mal wieder hin, für die, die es nicht verstehen. Schaut mal wieder rein, bis dahin. Macht's gut, eure Runde Tour. Tschüss, tschüss.